So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen auf der 13. Etappe der Tour de France. Heute fahren wir von Muret nach Rodez. Eine relativ flache bis hügelige Etappe. Eine sehr gemischte Angelegenheit heute. Wo haben wir Tom Dumoulin? Der ist eigentlich heute vorgesehen, um mal in der Ausreißergruppe zu gehen. Ist aber weiter zurück. Dementsprechend machen wir das einfach mal kurz und knackig. Mesketsch wird heute angreifen. Mit dem wollen wir heute mal versuchen, in die Ausreißergruppe zu kommen. Das wurde mir auch von euch ans Herz gelegt. Ich solle das doch mal mit ihm versuchen. Mesketsch sei ja kein schlechter Fahrer und so weiter und so fort. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Luis war es, der mir das mal herangetragen hat sozusagen. Von wegen, ja, du könntest das doch mal mit Mesketsch versuchen. Na klar, kann man machen. Der ist ja auch am Hügel relativ stark und im Sprint vor allen Dingen. Und dementsprechend ist er auf jeden Fall einer. Tony Martin greift an. Wo ist Tom Dumoulin jetzt? Jetzt ist er weit genug vorne. Jetzt kann er es mal versuchen mitzugehen. Björn Thurau sehen wir da. Und Moser geht auch. Und Tom Dumoulin kann jetzt hier mal hinterhergehen. Bonifacio macht das Tempo sofort hoch. Und Martin scheint trotzdem einigermaßen wegzukommen. Tom Dumoulin versucht es nochmal. Und so wie es aussieht, wird er jetzt auch gelassen. Wenn das Ganze sich jetzt noch hier länger hinzieht, dann werde ich auf jeden Fall... Ah, es sieht gut aus. Sieht klasse aus. So wie es aussieht, sind wir also in der Gruppe des Tages mit dabei. Zusammen mit Tony Martin, Benoît aus der Lotto-Soudal-Mannschaft, Mathieu Ladagnoux von FDJ und Christophe Riblon von Ageux Désert. Eine fünfköpfige Gruppe, damit kann ich leben. Oh, Geschke, nein. Gut, und dann sehen wir uns entweder nach dem Cut oder ich mache wieder den Super-Zeitraffer-Modus. Weiß ich noch nicht. Ihr werdet sie erfahren und ich würde sagen, bis dann. So, ich heiße euch herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch mit Tom Dumoulin in der Spitzengruppe des Tages. Lass ihn gerade mal was zu trinken holen. Und haben jetzt natürlich wieder unser Sekundarziel vor Augen, nämlich mit John Degenkolb den Zwischensprint gewinnen. Heute ist ja durchaus eine Etappe, da kann John Degenkolb mal zeigen, was er kann, denn er ist nicht schlecht am Hügel. Nein, Alexander Christoph ist das auch nicht. Aber Degenkolb ist da schon eine Klasse für sich, wenn man das mal so sagen darf. Und dementsprechend schauen wir mal, was heute geht. Sinkeldamm, den brauchen wir jetzt. Und der kann hier gleich mal anfangen, den Sprint nämlich anzufahren. Ja, das machen wir mit Sprintzug, auch wenn es nur ein Zwischensprint ist. Auf geht's. Sinkeldamm vorne, dahinter Kittel, dahinter Dege. Sieht sehr, sehr gut aus. Kittel kann gleich mal loslegen. Degenkolb dahinter. Muss jetzt natürlich vorbei. Kittel bitte warten. Das wäre super. Ja, Kittel ist einfach ein sehr, sehr guter Sprinter. Das merkt man bei so Situationen einfach schon. Dass der da eigentlich sogar dem Degenkolb durchaus das Wasser reichen kann. Keine Frage. Aber heute, das ist eben so eine Etappenankunft, da hoffe ich schon viel von John Degenkolb, wenn ich mal ehrlich bin. Wir gucken also mal auf die Wertung. Christophe Riblon gewinnt die Sprintwertung von Ladagnoux, Tom Dumoulin, Martin und Benoît. Dann gewinnt Degenkolb 10 weitere Punkte gegenüber Buani, Greipel, Kittel, Sinkeldamm, De Klerk, Van Steyen, Durbridge, Henderson, Eisel. Den Grund, warum ich euch alle vorlese, ist natürlich, weil Christophe wieder mal nicht mit dabei ist. Das heißt, wir haben hier wieder 10 Punkte aufgeholt. Wir gucken gerade mal. Alexander Christoph, hier haben wir ihn im grünen Trikot, hat am Hügel 72, ist also auch einer, der uns heute durchaus gefährlich werden könnte. Die hat eventuell Tom Dumoulin gewonnen vor Tony Martin. Kittel soll mal auf Geschke aufpassen. So, auf Kittel ist heute auf nicht jeden Fall 10. Er hat am Hügel gerade 62. Jetzt gibt es hier noch eine Bergwertung. Die also holt heute sich gar keine Etappe für Benoît vor Riblon, so wie es aussieht. So, außer er geht jetzt noch aus der Führung raus. Es interessiert hier vorne keinen. Also Benoît holt sich diese Bergwertung vor Riblon, dann Dumoulin. Aber es interessiert hier auch keinen, denn die Bergwertung, das ist sowieso nicht das Ziel. Christoph haben wir gesehen. Ist im Übrigen hier am Arbeiten für Rodriguez vermutlich. Also er geht mit durch die Führung durch, heißt also, er wird heute keinen Anspruch haben, um unter die ersten 15 zu kommen, denn die ersten 15 bekommen heute Punkte im Ziel.
Das ist auf jeden Fall schon mal bemerkenswert, insofern, dass wir da also eine Möglichkeit haben, durchaus was zu reißen. Hier vorne die Gruppe, eigentlich eine sehr, sehr starke Gruppe, muss man echt mal sagen, haben noch 2 Minuten Vorsprung, die 5 Fahrer, um Tom Dumoulin. Und vielleicht sollte man auch mal versuchen, was ich mir noch wünsche für dieses Spiel, ist dass man Rechtsklick auf dem Fahrer macht und dann einen praktisch so einen Allianz-Button oder sowas. Dass man nämlich sagen könnte, Martin, hey, wie wär's? Wir fahren zusammen weg. Wir versuchen auszureißen, den Rest der Gruppe hinter uns zu lassen und zusammen eigene Sache zu machen. Denn Dumoulin und Martin sind sich schon sehr ähnlich. Und komm, wir greifen mal an. Was hältst du davon? Dumoulin greift an. Martin geht sofort hinterher. Versucht's zumindest. Danach der Rest. Und wir versuchen uns hier einfach mal abzusetzen. Tom Dumoulin, der hat richtig was im Motor. Das merkt man. Martin auch und dann kommt der Rest der Gruppe. Mal gucken, ob die mithalten können bei dieser Attacke von Tom Dumoulin. Toni Martin, der kann's. Das habe ich aber auch so erwartet. 76 hat er im Hügel. Er ist wirklich sehr ähnlich vom Fahrertyp her wie Tom Dumoulin. Wie geht's Degenkolb? Der muss natürlich dranbleiben. Es wird heute schwer für ihn, keine Frage. Es wird heute schwer für ihn und die Top 15 zu erreichen wird auch eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Bin gespannt, ob er das kann. 27 Kilometer sind es noch. Den Rest der Gruppe haben wir abgehängt. Nur noch Tom Dumoulin und Toni Martin dahinter sind jetzt vorne. Aber ich habe das Gefühl, Martin fährt nicht mit uns. Martin fährt nicht mit uns. Der setzt sich jetzt hier einfach hin und sagt, nö, mache ich nicht. Hinten ist mein Kapitän, nämlich Michael Kwiatkowski vermutlich. Und dem will ich nicht in den Rücken fallen. Also greifen wir nochmal an. Martin geht nicht hinterher, zumindest nicht direkt. Wir greifen nochmal an. Toni Martin versucht uns jetzt einzuholen, aber wirklich richtige Tempoarbeit ist das nicht, was er hier macht. Tom Dumoulin, 22 Kilometer vor dem Ziel, ist er vorne. Eine halbe Minute vor Martin, dahinter der Rest der Gruppe und dahinter das Feld. Es ist machbar für Dumoulin. Natürlich wäre der Tagessieg auch gut, aber eigentlich geht es heute um Punkte im Kampf um Grün. Dumoulin fährt wirklich nicht schlecht. Wir können mal das Energiegel nehmen. Ein Hügel kommt noch. Dann hat das ja eigentlich geschafft. Das ist ja das Gute daran. In 3 Kilometern geht es auf den letzten Hügel. Und wenn er den hat, dann war es das eigentlich. Und es sieht wirklich so aus, als könnte er es vielleicht sogar schaffen. An Hügeln und Bergen ungefähr gleich stark einzuschätzen wie Toni Martin. So, Degenkolb. Der muss jetzt auch sein Energiegel schon mal nehmen. Geschke kann ihm nicht mehr helfen und das will schon was heißen, wenn Simon Geschke, ein erprobter Hügelfahrer, ich meine, er hat die Mauer von Huy gewonnen. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn so ein Fahrer hier abgehängt wird. Wir machen mal das Tempo ein bisschen schneller. Alles so spannend hier. Tom Dumoulin dahinter, Toni Martin. Toni Martin, Toni Martin. Toni Martin. Und da kommen die Attacken, die wir erwartet haben. Rodriguez, Valverde und Co. Tom Dumoulin, der muss jetzt einfach Gas geben, denn das ist die letzte Steigung. Wenn er die geschafft hat, dann ist es hier praktisch nur noch flach. Dege. Einfach hier drin bleiben. Das könnte schon reichen. Christoph, wo haben wir ihn? Alexander Christoph ist auf jeden Fall zurückgefallen. Ich weiß nicht, wo er ist, aber er ist zurückgefallen. Tom Dumoulin. Wir schauen uns die Strecke an, aber es ist nicht. Ah, es kommt nochmal eine Gegensteigung. Und jetzt kommen natürlich Valverde und Co. Nochmal ran. Dumoulin, bleib jetzt einfach ruhig. Er hat keine Balken mehr. Er hat keine Kraft mehr. Kann er denen wenigstens noch folgen? Das wäre super. Aber es sieht nicht danach aus. Toni Martin ist auch schon eingeholt. Das heißt, unser einziger Trumpf, wenn man so möchte, ist John Degenkolb. Sagan ist noch mit dabei. Peter Sagan ist noch mit dabei. Aber wo haben wir Alexander Christoph? Ist der auch noch in dieser Gruppe? Wenn ja, wo? Ich sehe ihn jetzt nicht. Bitte korrigiert mich. Ich sehe hier kein Grün. War er da? Hier ist er mit dabei. Okay, Christoph ist also abgehängt. Dumoulin, der könnte mal versuchen, uns zu schützen für die letzten Meter, aber ich glaube, das wird nicht mehr viel bringen. Degenkolb. Der ist jetzt aber auch ziemlich im roten Bereich. Ich weiß jetzt nicht, zwei sind noch vorne. Das werden Valverde und Rodriguez sein. Da sind sie. Da sind sie eingeholt. Jetzt der Sprint. Das geht aber jetzt sehr, sehr steil bergauf und Degenkolb hat hier natürlich Probleme. Er ist kein Hügelspezialist. Wir gucken, wer hier gewinnt. Rodriguez von Nibali,
das ist wenig überraschend. In die Top 10 kommt Degen nicht und ich glaube auch, die Top 15 schafft er nicht. Schade. Da hat ein bisschen was gefehlt für John Degenkolb. Ah, das ist bitter. Heute hätten wir echt Punkte aufholen können, denn wir waren weit vor Alexander Christoph. Der kam hier gar nicht zurecht mit dem Finale. Hier sehen wir nochmal den Sprint. Rodriguez, Fornibali, Degenkolb da weit zurück, hat die Kräfte früh aufgebraucht. Und wir schauen uns die Siegerehrung an. In der erstmal die Etappe. Rodriguez, Nibali, dann Gerrans, Mollema, Valverde, Bardet, Pino, Quintana, Heschedal und Uran. Es sind keine neuen Namen. Die Arbeit von Christoph trägt Früchte, denn sein Kapitän Rodriguez gewinnt heute. In der Gesamtwertung führt Chris Froome vor Quintana und Nibali, gefolgt von Contador, Heschedal, Valverde, Keldermann, Costa, Rodriguez und Bauke Mollema rundet die Top 10 ab. In der Punktewertung führt Alexander Christoph 235 Punkte vor John Degenkolb 219 Punkten. Heißt also, er hat nur noch 16 Punkte Vorsprung vor Dege. Kittel dritter, vierter jetzt Simon Gerrans, fünfter Greipel, sechster Valverde. In der Bergwertung führt Quintana vor Froome und Nibali. Das ist nicht sehr überraschend. Siebter ist Warren Baggi. In der Nachwuchsfahrerwertung führt Quintana vor Keldermann, Bardet, Pinot und Errada. Hier hat sich nichts getan. Baggi im Übrigen. Baggi, neunter. Dumoulin, zehnter. Auch das ist sehr schön. Und in der Teamwertung verlieren wir heute mal keinen Platz, weil es flach war. Aber in den Alpen werden wir da bestimmt noch was verlieren. Ansonsten tut sich nichts. Team Sky führt weiterhin an mit Chris Froome, mit Richie Porte und wie sie alle heißen. Und ja, Rodriguez kriegt natürlich hier Glückwünsche an der Stelle, auch von mir gerne. Und Degenkolb wurde 28. Okay, also mit Punkten hatte das Ganze heute gar nichts zu tun. Wir schauen aber trotzdem mal, wie das Ganze hier aussieht. 10 Punkte haben wir heute bekommen, Christoph ging wieder leer aus. Und auf der morgigen Etappe wird Christoph vermutlich auch nicht punkten. Aber da schätze ich auch die Chancen von John Degenkolb sehr gering ein. Allerdings gibt es einen Zwischensprint und wenn wir den gewinnen und Christoph wieder nicht mittut, dann könnten wir morgen schon den Grünen schlüpfen. Eine Sache möchte ich noch machen, weil wir das schon lange nicht mehr getan haben. Warren Baggi, unser bester Mann in der Gesamtwertung als 31. Und ich möchte hier noch einen bestimmten Fahrer suchen. Moment. Patrick Konrad. Den haben wir ganz aus den Augen verloren. Na, der Konrad. 115. ist er momentan. Mit einem Abstand von 1 Stunde, 33 Minuten und 29 Sekunden. Da schau an, gar nicht mal so weit dahinter. John Degenkolb, unser Sprinter. Also Patrick Konrad, für den kommt das Ganze auch noch etwas früh. Morgen also die 14. Etappe. Aber morgen von Rodé nach Mende. Ja, das werden wir uns anschauen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis dann.